Joyce heute mit Kindheit. Früher versus heute. Erste Schritte des Babys früher. Ja. Mama. Oh, war das Papa? Mama. Oh, meine Tochter hat Papa gesagt, letzte Woche hat sie es erstmal gerülpst. Und ich bin so gespannt, wenn sie endlich laufen kann. Erste Schritte des Babys heute. Oh, wie toll du schön auf die Kamera reagierst. Oh, hast du einen Snapchat-Filter ausgewählt? Toll gemacht, toll. Ich bin schon so gespannt, wann du die erste Bitch bei Tinder nach rechts swipest. Und wenn du dein erstes Penisbild verschickst, ne? Du siehst was. Guck, hier ist die Kamera. Guck fein. Oh, Millionen Bilder haben wir schon von dir. Gab's in meiner Zeit nicht. Peace kannst du machen. Auf welche Schule soll denn das Kind gehen? Früher? Tja, Schätzchen, jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken machen, auf welche Schule wir unseren Sohn Marc schicken. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ja, oder was Ausgefallenes, hier Samtschule. Oder Sonderschule, das ist doch gut, da war ich drauf, hat mir auch nicht geschadet. Dann nehmen wir das doch. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt packt auf die Sonderschule. Guck mal, der spielt mit 25 noch mit der Bauklötzchen. Der Süße. Ne? Auf welche Schule soll denn das Kind gehen? Heute. Ja, Schätzchen, da müssen wir jetzt bald mal überlegen, auf welche Schule wir unseren Sohn Marki schicken, ne? Ja, ich dachte so an eine Waldorfschule oder Montessori. Oder Baumschule, sowas halt. Ja, oder halt so eine International Business School. Das gibt's ja auch mittlerweile schon ab der 5. Klasse. Ja, dass sie in der 3. Klasse schon Chinesisch lernen, in der 5. Türkisch. Oder diese Musikhochschulen, wo die direkt alle Instrumente lernen, die es gibt. Ich glaube, der soll mal richtig Blasen lernen, ne? An der Trompete. Ich glaube, der ist schwul. Ja? Hm? Ja, dann passt ja umso besser, ne? Ja. Ja. Guck, da spielt er. Das spielt Nimmt er das Bauklötzchen immer so in den Mund, siehst du? Ja. Das ist ein bisschen schwul, ne? Ja. Ach, jetzt hat er es im Po. Computerspiele. Früher? Marc, du sitzt jetzt schon seit 2 Stunden hier. Kannst du endlich mal aufhören, Tetris zu zocken? Computerspiele heute. Und jetzt runter mit der Wurst. Marc, du sitzt hier schon seit 10 Stunden. Kannst du mal bitte aufhören, anderen beim Computerspielen zuzugucken? Noch einmal im Urteil. Und lass dir eins gesagt sein: So gut zockt der Sarazar LP auch nicht Tetris. Ah, oh, den langen da hinten rein. Oh, ich in den 90ern, da war ich der Tetris-König, ey. Nein! Achtung! Berufswunsch früher. Ja, Enkelkinders, was wollen wir denn eigentlich mal werden, wenn ihr groß seid? Also, ich will Ärztin werden, Opa. Oder Rechtsanwältin. Und du, Marc? Ich mag Handwerker werden oder Friseur. Und was meinst du, das wird was mit deiner Sonderschule? Berufswunsch heute? Ja, Enkelkinders, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Also ich möchte International Business of Arts and Science Communication Design Manager in Currency of Sublimated Organics werden. Und du, Marc? Influencer. Ach ja, das passt doch gut mit der Sonderschule, ne? Da muss man doch nichts können, das passt doch gut. Passt gut, das, gell? Ja. Ach bitte, als ob der Opa wüsste, was Influencer bedeutet. Und du, Marc? Influencer. Ach so. Das ist doch diese Grippewelle, ne? Die hat meine Frau damals, die Jerda, dahin gerafft. Und das willst du werden? Versteh ich nicht. Die Jugend von heute. Aber gut, ne? Ich wollte damals auch zu Karneval mal die Pest werden. Oder Lungenkrebs. Chris, nein. Schönheitsideal. Früher? Happy Birthday zum 16., mein Töchterchen. Ach, danke, Papa. Was wünschst du dir denn? Eine Fettabsaugung. Mein Arsch ist zu groß. Ach, Quatsch. Der ist doch perfekt, wie er ist. Schönheitsideal heute. Happy Birthday zum 16., mein Töchterchen. Danke, Papa. Was wünschst du dir denn? Implantate. Mein Arsch ist zu klein. Ach, Quatsch. Der ist perfekt, wie er ist. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Früher versus Heute Format gefallen hat und schreibt mir mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Werdet ihr noch erzogen oder erzieht ihr schon? Das interessiert mich mal. Checkt hier einen weiteren lustigen Sketch von mir aus und
Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.